Und bei uns ist die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Ich würde aber zunächst mal gerne mit einem Satz aufgreifen, was da eben diskutiert wird. Politik soll familientauglicher werden. Ich vermute mal, da haben Sie sehr viel Verständnis dafür, als ehemalige Familienministerin und vor allem als siebenfache Mutter. Nur, das sagt sich ja leicht, aber man führt sehr schwer durch, wenn die Sitzungen ständig bis weit in die Nacht dauern. Ja, also zunächst mal, ich unterstütze mit ganzem Herzen den Antrag von Christina Schröder, der ist absolut richtig. Ich weiß aus Erfahrungen aus den Ministerien, die ich geleitet habe, aber jetzt auch aus der Bundeswehr, man muss das zum zentralen Thema machen, Vereinbarkeit. Dann schafft man es auch, dass die Organisation mitdenkt, Familie, und sich dementsprechend auch anpasst. Und dann stellt man plötzlich fest, es muss nicht sein, dass man bis spät in die Nacht hinein die Sitzung macht. Es muss nicht sein, dass man das am Wochenende macht. Also andere große Organisationen haben uns ja schon vorgemacht, auch Arbeitgeber, dass es geht. Lassen Sie uns über die Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik Deutschland reden. Haben Sie eine Erklärung für diesen Stimmungsumschwung hier auf dem Parteitag? Statt eines Aufstands gegen die Politik der Kanzlerin gab es Ovationen für Angela Merkel? Also ich habe ja den Prozess mitbekommen in den letzten Tagen. Wir haben sehr intensiv miteinander diskutiert und das hilft ja immer, dass man sich aufeinander zubewegt, um gemeinsame Formulierungen zu finden, die alle tragen können. Aber entscheidend war natürlich eine unglaublich starke, überzeugende Rede der Kanzlerin. Ihr ist es gelungen, auch da nochmal klar zu machen, um was es geht, wie groß die Aufgabe ist und wie wichtig ist, dass wir Deutschland, aber auch die CDU und die Kanzlerin sehr stark in dieser Krise auch führen und die Lösung auch anbieten und erarbeiten. Und das hat der Parteitag verstanden. Also der Rückenwind für Angela Merkel war schon gewaltig. Jetzt ist es ja vor allem wichtig, ob sie auch die Menschen draußen erreichen. Und der Erste, der von draußen reinkommt, ist Horst Seehofer und der ist manchmal unberechenbar. Manchmal ist er ein brüllender Löwe und manchmal ein Schmusekätz. Ja, also zunächst einmal, ich finde grundsätzlich, das ist eine Normalität, die ich jetzt ausspreche. Wir freuen uns auf Gäste und man muss sie gut behandeln und das werden wir auch. Wichtig ist natürlich, was Horst Seehofer uns zu sagen hat und wie er es zu sagen hat, da werden wir genau hinhören. Das wird spannend sein, da bin ich auch gespannt. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Union genügend eingeht auf die Sorgen und Befürchtungen der Menschen, dass diese Integration eben nicht so perfekt gelingen könnte? Die Sorgen sind ja berechtigt. Und es ist ja wichtig, da auch hinzuhören und viele, viele Anregungen, aber auch Vorwürfe, Ängste, Sorgen aufzunehmen. Das tun wir ja auch permanent. Das heißt ja noch lange nicht, dass man dann sofort die perfekte Lösung hat. Die Aufgabe ist so groß, dass uns auch klar ist, dass wir Schritt für Schritt diese schwere Aufgabe bewältigen wollen. Aber es zeigt sich eben auch, je mehr wir miteinander diskutieren, desto klarer wird auch der Lösungsweg und desto mehr sieht man auch, wie dieses Land über sich hinaus wächst und positive Schritte nach vorne geht. Das ist ja auch eine tolle Erfahrung, wie viel wir gemeinsam schaffen können, wenn wir zusammenstehen. Wenn man die Flüchtlingskrise reduzieren will, dann muss man die Fluchtursachen bekämpfen. Das hieße als allererstes, den Bürgerkrieg in Syrien zu beenden. Sehen Sie denn positive Ansätze? Der Bürgerkrieg in Syrien, der Terror durch den IS, aber Terror insgesamt auch in Afghanistan. Und was sich langsam aber sicher herausschält, ist die Tatsache, dass klar wir alle wissen, wir müssen den IS militärisch hart bekämpfen. Der IS verhandelt mit niemandem, er tötet nur. Aber daneben ist der politische Rahmen so wichtig, der sogenannte Wiener Prozess, wo alle die gegen den IS kämpfen, sich auch einigen, wen sie schützen wollen und wie wir uns gemeinsam vorstellen mit der gesamten muslimisch-arabischen Welt, auch wie Syrien eigentlich nach dem IS wieder zu Frieden finden kann und Wiederaufbau. Denn da sind ja ganz viele Gruppen, die miteinander sich versöhnen müssen. Da sind viele Narben und Verletzungen und die dann miteinander auch ein Syrien nach dem IS aufbauen müssen. Dieser Prozess läuft jetzt in Wien. Wir hören ja permanent auch sowohl Russland, Türkei, Iran, Saudi-Arabien, China sitzt mit am Tisch. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Es ist noch ein langer Weg zu gehen, aber es ist die richtige Richtung. Viele Bürger befürchten, dass wir uns jetzt am Krieg gegen den IS beteiligen. Also wir wissen, wogegen wir sind, aber wir wissen nicht genau, was für ein Ziel wir eigentlich erreichen wollen.
Wir haben ein klares militärisches Ziel, das ist gedeckt durch die UN-Resolution 2249, die nämlich ganz klar sagt, den IS zerstören, bekämpfen, ihm seine Rückzugsräume nehmen und verhindern, dass er weltweit aus Syrien heraus durch Terroranschläge operiert. Das ist das militärische Ziel. Das politische Ziel, das größere, habe ich eben skizziert. Da braucht es weit mehr als Militär. Militär kann die Lösung nicht bringen. Es kann nur Zeit verschaffen, dass Politik und noch wichtiger wirtschaftlicher Aufbau dann auch den richtigen Rahmen setzt, dass die Menschen wieder friedlich miteinander umgehen können. Wissen wir denn, ob wir mit Assad gegen den IS kämpfen oder ob wir gegen Assad kämpfen? Die Aussage ist ja sehr klar, dass wir niemals mit Assad zusammenarbeiten werden und auch nicht mit Truppen unter seinem Kommando. Man muss dazu wissen, dass neben Assads Truppen in Syrien Hunderte von unterschiedlichen Gruppen miteinander oder gegeneinander auch noch kämpfen. Und deshalb ist jetzt auch wichtig, dass sich in Riad erst einmal die Opposition formiert, die untereinander klären müssen, dass sie sich nicht gegenseitig bekämpfen, sondern geschlossen sind, um dann auch in den Verhandlungsprozess in Wien mit einzutreten und vor allem das wichtigste Ziel nochmal, wir alle uns darauf konzentrieren, den IS zu bekämpfen. Jetzt hat der Bundestag gerade erst das militärische Engagement Deutschlands in Syrien beschlossen und prompt kommt ein Brief von der US-Regierung und fordert noch mehr Engagement von uns. Was wollen denn die Amerikaner von uns? Also man muss dazu wissen, der Brief kam in der Mandatswoche, der ist also vorher geschrieben worden und es ist ein Brief, der an viele andere Länder, auch noch weit über 20 Ländern in der Allianz geschrieben worden ist, der eigentlich uns alle darauf einschwört, wir müssen intensivieren den Kampf gegen den IS, das ist ja richtig. In dem Brief an uns steht aber auch sehr deutlich, dass in hohem Maße anerkannt wird, was Deutschland leistet. Da ist ja, das dürfen wir nicht vergessen, der Norden Afghanistans, wo wir die gesamte Verantwortung tragen, um die Regierung zu stützen im Kampf gegen die Taliban. Im Nordirak, wo wir die Peschmerga ausrüsten und ausbilden, das ist die erfolgreichste Bodentruppe gegen den IS. Neu jetzt das Syrien-Mandat. Es wird neu ein sehr substanzielles Engagement in Mali dazukommen. Und das erkennen die Amerikaner auch sehr deutlich in dem Brief an. Herzlichen Dank und weiter geht's mit Gerd Joachim von Follower.